Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es ein Spezialvideo zur aktuellen Situation in Spanien. Da hat sich einiges getan. Wenn euch interessiert, wie die Entwicklungen aussehen, dann bleibt gerne dran. Spanien hat sich ja in den letzten Wochen in einer Art Dornröschenschlaf befunden und mittlerweile wird der Lockdown ein wenig gelockert. Der Ministerpräsident Pedro Sánchez hat gestern in seiner Rede zur Nation angekündigt, dass ab dem 1. Juli wieder Touristen einreisen dürfen und zwar ohne irgendwelche Quarantänevorschriften. Ihr habt sicher mitbekommen, dass es zahlreiche Proteste in Spanien gab, weil die Spanier der Meinung sind, dass Wirtschaft und Gesundheit in einem Konflikt stehen und es wird gefordert, schon viel früher die Grenzen zu öffnen. Es gibt da ja andere Länder, die das bereits im Juni machen, wie Italien, Österreich oder Griechenland. Da werden ja jetzt schon im Juni die Touristen zugelassen. Spanien ist aber sehr strikt und hält an dem Vier-Phasen-Plan fest und will nur eine langsamere Lockerung im Land durchführen. Sánchez sagt, niemand hat das Recht, das, was wir erreicht haben, leichtfertig wieder zu verspielen. Und das macht auch Sinn, da es in Spanien bereits 235.000 registrierte Fälle gibt und sogar 29.000 Todesfälle. Der Alarmzustand in Spanien wurde um 2 weitere Wochen bis zum 7. Juni verlängert. Und Sánchez hat auch den zukünftigen Pilgern und Touristen eine gewisse Sicherheit gegeben in seiner Rede gestern, indem er sagte, wir werden garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingehen werden. Er sagte gleichzeitig aber auch, dass die spanische Regierung garantieren wird, dass die Touristen keine Gefahr fürs eigene Land darstellen werden. Das ließe sich durch Hygienemaßnahmen erreichen. Seit Donnerstag besteht Maskenpflicht in Spanien. Das betrifft geschlossene Räume, Straßen, öffentliche Plätze. Masken dürfen lediglich zu Essen und Trinken abgenommen werden. Auch gilt ein Mindestabstand von 2 Metern. Die Herbergen müssen natürlich auch Hygienemaßnahmen einführen. Das könnte so aussehen, dass die Schlafsäle nur noch maximal halb belegt werden, damit ein gewisser Mindestabstand zwischen den Betten vorhanden ist. Auch strikte Vorgaben zur Benutzung der Sanitäranlagen, zum Beispiel mit Handdesinfektion und ausreichend Waschlotionen in allen Räumlichkeiten. Gemeinschaftsräume und die Gemeinschaftsküche werden wahrscheinlich geschlossen bleiben und Essensausgabe dann nur noch draußen erfolgen. Spanien hat ja für die Provinzen bzw. Bundesstaaten gewisse Phasen vorgegeben. Phase 1 ist ein ganz strikter Lockdown. Phase 2, da gibt es schon Lockerungen und nach Abschluss der Phase 3 werden dann auch wieder Ein- und Ausreisen erlaubt sein. Es ist allerdings so, dass die Provinzen sich in sehr unterschiedlichen Phasen noch befinden. Das wird auch dort individuell festgelegt. Mein letzter Stand ist, dass Galicien zum Beispiel in Phase 2 ist zurzeit. Ja, die Herbergen und Unterkünfte haben jetzt 1 Monat Zeit, sich auf die Touristen und uns Pilger wieder vorzubereiten. Zurzeit werden einige Unterkünfte dafür genutzt, Obdachlose zu beherbergen, um die in der Corona-Zeit von der Straße zu holen. Tatsächlich wird diskutiert, ob als erstes der portugiesische Jakobsweg wieder für Pilger geöffnet wird. 2019 sind 80.000 über diesen Weg gegangen. Allerdings wird jetzt in der Corona-Zeit nur eine Pilgerzahl von 2.000 erwartet. Und von der Bundesregierung wird erwartet, dass Mitte Juni die weltweiten Reisewarnungen auch wieder aufgehoben werden. Wie das jetzt mit den kommenden Pilgerzahlen aussieht, ist nur ganz schwer zu sagen.
Es gibt sicherlich die einen, die nach der Corona-Zeit sagen, jetzt brauche ich tatsächlich mal den Jakobsweg für mich, nachdem was alles passiert ist. Und es wird Pilger geben, die noch sehr verhalten sind und vielleicht ihre Reise doch noch um ein Jahr verschieben. Was bedeutet das jetzt für uns Pilger? Die Zahl der Neuinfektionen sinkt in Spanien, was natürlich fantastisch ist. Es werden immer weniger Covid-19-Infektionen gemessen. Allerdings wird es tatsächlich so, dass die Kapazitäten in den Herbergen deutlich sinkt. Es ist möglich, dass sogar das Zelten eine gewisse Renaissance erfahren wird auf dem Jakobsweg. Wie die Hygienemaßnahmen in Flugzeugen und Zügen aussehen wird in Zukunft, ist auch noch nicht ganz klar festgelegt. Ob es jetzt zum Beispiel im Flieger immer der Mittelsitz frei bleiben kann, wie das Boarding aussieht, weil da geht es ja auch recht eng zu. Und wir Pilger können wieder Kirchen und öffentliche Plätze besuchen. Wie gesagt, stecken die Provinzen in unterschiedlichen Phasen. Da müsst ihr, die ihr jetzt los wollt, unbedingt drauf achten, weil ihr durchquert 4 Provinzen, dass es tatsächlich dann möglich ist, von Provinz zu Provinz nach Santiago durchzulaufen. Das heißt, haltet die Reisewarnungen zu Spanien im Auge und versucht für euch realistisch einzuschätzen, wie das Infektionsrisiko ist. Es wird jetzt erstmal ein anderes Pilgern sein. Das heißt, mit viel mehr Abstand zum Nächsten, vielleicht auch mit einem gewissen Misstrauen zum Gegenüber. Es wird sicherlich nicht diese schönen Pilgeressen in großer Runde mit Mitpilgern geben. Und der Respekt vor einer möglichen Ansteckung wird einen die nächsten Monate auch erst einmal begleiten. Letztendlich ist es eure Entscheidung, ob ihr direkt nach Grenzöffnung den Jakobsweg gehen wollt, wie da eure Toleranzgrenze aussieht, oder ob ihr euch nicht überlegt, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat und alles ein wenig übersichtlicher geworden ist, zu gehen. Das muss also jeder für sich selbst abwägen. Was gilt, ist die Hygienevorschriften unbedingt einzuhalten und sich auch in den einzelnen Ortschaften, Herbergen, Provinzen zu erkundigen, wie die dort genau aussehen. Was ihr auf jeden Fall in der Tasche haben solltet, ist ein Notfallplan, falls es doch wieder mal eine Welle in Spanien geben sollte, damit ihr wisst, wie ihr dann kurzfristig wieder nach Hause kommen könnt. Darüber hinaus denke ich, ist es empfehlenswert, vorab sich in den Herbergen, Hostels zu erkundigen, ob sie überhaupt geöffnet sind. Das heißt, eine sehr, sehr gute Planung. Und darüber hinaus auch kurzfristig tatsächlich Unterkünfte zu buchen. Wie gesagt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Betten am Anfang, dass ihr auf jeden Fall dann auch gesichert am Ende eures Weges eine Unterkunft habt. Unter dem Strich ist allerdings die Lockerung des Lockdowns in Spanien für die Spanier natürlich und für uns Pilger eine super tolle Nachricht. Es ist sozusagen der Startschuss für uns, jetzt wieder in die Vorbereitung und unsere Planungen einzusteigen und uns darauf zu freuen, dass es auf jeden Fall für uns weitergehen wird. In diesem Sinne, buen camino und vielen Dank fürs Zuschauen.